Dhanus bzw. Dhanu, Hindi, heißt Bogen. Dhanus bzw. Dhanu zusammen mit Asana wird zu Dhanurasana. Dhanurasana, die Asana, die Stellung, Bogen. Dhanus, also der Bogen. Und zwar auf verschiedene Weisen. Es gibt tatsächlich Dhanus als Schießbogen, Pfeil und Bogen. In diesem Sinne ist Dhanus Bogen. Bogen ist aber auch etwas Gekrümmtes. Also wenn du etwas krümmst, dann ist auch das Bogen Dhanus. So ist Dhanus zum einen der Bogen, der zum Schießen verwendet wird. Dhanus ist aber auch etwas, was bogenförmig ist. Und deshalb auch, wenn du die Dhanurasana machst, wird dein Körper eben gebeugt wie ein Bogen und deshalb Dhanurasana. Es gibt auch andere Asana, die auch als Dhanurasana bezeichnet wird. Die eine ist ja, du beugst deine Knie, fasst mit den Händen auf die Füße, an die Füße, Bauch am Boden, die populäre Form von Dhanurasana. Es gibt aber die Stellung auch Pfeil und Bogen, Karna Dhanurasana oder auch Eka Pada Karnasana. Du gibst einen Fuß ans Ohr und das gilt auch als Bogenstellung. Du gibst den Fuß zum Ohr, als ob du den Fuß losschießen willst. Gut, aber hier Dhanus, Bogen, auch auf Hindi abgekürzt, so Dhanu, Bogen.